Ja, eine Frage an Frau Vollmer-Otto oder auch an Frau Mangold, an Frau Dr. Mangold, beide. Wenn so, wir haben jetzt beide Fragen an Frau Dr. Mangold, habe ich das richtig verstanden? Die gleiche Frage an beide. Alles klar, danke. Wenn die Selbstbestimmung über das Geschlecht bestimmt, weil eben, und das ist ja nicht zu leugnen, manche Menschen in das biologische Geschlecht, das sie haben, nicht hineinpassen, ist unstreitig. Aber wenn das darüber entscheidet, das Gefühl über das Geschlecht, dem man sich am Ende dann selber in der Selbstbestimmung, im Akt der Selbstbestimmung zuordnen kann, muss das dann nicht auch für das Alter gelten? Also es gibt Menschen, die sich deutlich jünger fühlen oder älter fühlen, als sie biologisch alt sind. Und wenn die Biologie damit mit dem Geschlecht nichts zu tun hat, hat dann die Biologie mit dem Alter was zu tun oder ist das was gänzlich anderes? Ist Alter eine biologische Tatsache, eine Realität, an der wir nicht vorbeikommen? In Niederlanden, glaube ich, gab es jetzt den ersten Fall, wo ein 69-Jähriger darauf klagen wollte, als 45-Jähriger eingetragen zu werden, einfach weil er sich so fühlt. Ist das was genuin anderes, das Alter als das Geschlecht? Frau von Storch, Sie haben die Frage aufgeworfen, ob die geschlechtliche Selbstzuordnung automatisch dazu führen würde, dass wir nun auch im Alter die Frage aufwerfen müssen, ob wir uns einfach selbst zuordnen können. Sie haben die Frage aufgeworfen, ob man dann nicht das parallele Argument machen könnte für das Alter. Und das ist ein interessanter Fall aus den Niederlanden, den ich mir auch angesehen habe. Und es ist ja interessant, dass ein alter weißer Mann gerne jünger wäre. Der Punkt ist, dass die biologische geschlechtliche Zuordnung mit einem höheren Zwangscharakter einhergeht als das Alter, was alle Menschen in gleicher Weise durchlaufen. Und ich persönlich sehe hier keine Notwendigkeit an der Feststellung des objektiven Alters, wo noch niemand irgendwie die Frage aufgeworfen hat, ist das irgendwie schwierig zu bestimmen? Das ist eine ganz andere Frage, die wir bei der geschlechtlichen Identität haben, die eben nicht fremdbestimmbar ist, sondern wo wir auf die Einzelnen gucken müssen, wie sie sich empfinden. Und das sind die Vorgaben des Bundesverfassungsgerichts, das sind die Vorgaben des Grundgesetzes, wie das Bundesverfassungsgericht sie interpretiert. Wir haben kein Verbot der Altersdiskriminierung in der deutschen Verfassung. Und meine Expertise ist ja eine verfassungsrechtliche hier. Ich vermag Ihrem Argument keine richtige Substanzhaftigkeit zu entnehmen. Und ich finde, dass das ein wenig das Argument ist, wenn jetzt gleichgeschlechtliche Personen heiraten dürfen, dann werden bestimmt auch bald Heiraten mit Katzen ermöglicht oder so. Das ist so, das eine folgt ja nicht aus dem anderen. Da gibt es keine logische Verknüpfung. Es sind zwei sehr unterschiedliche Kategorien. Zu der Frage, Frau von Storch, die Sie aufgeworfen haben zum Thema Alter. Das Thema Menschenrechte Älterer ist auch ein Bereich, zu dem das Institut arbeitet. Insofern würde ich sagen, in jedem Fall auch ein wichtiges Thema. Ich würde trotzdem sagen, es ist ein anderes Thema als das, über das wir hier sprechen. Und es stellen sich rechtlich auch andere Fragen bei Altersdiskriminierung. Denn natürlich ist es auch bei Alter so, das wird Ihnen jeder Gerontologe bestätigen, dass es sehr unterschiedliche Möglichkeiten gibt, das Alter zu bestimmen, kalendarisch, biologisch, auch sozial als Zuschreibung. Ältere Menschen haben ja vielfach, also viele Fälle von Altersdiskriminierung spielen sich ja genau wieder in dem Bereich der Zuschreibung ab, dass aufgrund von Altersbildern in der Gesellschaft Menschen aufgrund ihres zunehmenden Lebensalters eben beispielsweise bestimmte Fähigkeiten abgesprochen werden. Das ist ein menschenrechtlich ganz wichtiges Thema und es ist rechtlich auch insofern wichtig, weil wir uns Altersgrenzen im Recht angucken müssen. Also beispielsweise habe ich neulich, ich bin jetzt nicht hundertprozentig sicher, ob es schon Gesetz geworden ist oder erst sich im Gesetzgebungsprozess befindet, zum Beispiel die Abschaffung von Altersgrenzen im Bereich der Schöffinnen, der LaienrichterInnen bei den Gerichten. Das ist ein wichtiges Thema aus dem Bereich Altersdiskriminierung. Aber es ist ein anderes Thema als das, über das wir heute sprechen. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender, dass Sie auch die AfD berücksichtigen. Ich habe eine Frage an Frau Dr. Mangold, divers Mangold, weiß ich nicht. Wenn jeder sich sein Geschlecht selber aussucht, nach dem eigenen Empfinden, und wir... Dann nehme ich die Frau zurück und lasse es bei Dr. Mangold in Ordnung, wenn das Konsens ist. Wenn wir zu dem Ergebnis kommen, dass am Ende des Tages die Eintragung rein subjektiv erfolgt, auf der Grundlage des eigenen Empfindens,
Dann ist die Frage der rechtlichen Konsequenzen. An den Geschlechtseintrag sind ja gewisse rechtliche Konsequenzen geknüpft. Wir hatten mal sowas wie eine Wehrpflicht. Es gibt, ich habe seinerzeit im Plenum schon die Frage gestellt nach Sportveranstaltungen. Nehmen Frauen an Frauenwettkämpfen teil, weil sie als Frau im Personenstandsregister eingetragen sind? Oder ist das biologisch determiniert? Wie ist das mit dem Strafvollzug? Kommen biologische Männer, die eingetragen sind als Frauen, in welchen Strafvollzug? Also es gibt rechtliche Konsequenzen, die daran geknüpft sind. Sollen die gezeitigt werden auf der Grundlage des Eintrags oder auf der Grundlage der Biologie? Frau von Storch, ich begrüße es sehr, dass Sie es für möglich halten, dass eine Ihnen als Frau erscheinende Person auch eine andere geschlechtliche Identität haben könnten, und finde das sehr rücksichtsvoll und sensibel von Ihnen, dass Sie das in Ihrer Anrede mit berücksichtigen. Die Frage, die Sie aufwerfen, ob nun rein subjektiv bestimmte Rechtsfolgen, die an die geschlechtliche Zuordnung geknüpft werden, zu bestimmen seien, Das sind die Fragen, über die wir sprechen müssen. Und das sind genau die Fragen, die das Urteil zur dritten Option aufwirft. Ich glaube, dass wir die mit großer Ernsthaftigkeit verhandeln müssen. Deswegen war sicherlich die Jahresfrist oder etwas mehr als ein Jahr, die das Bundesverfassungsgericht gesetzt hat, angesichts der langen Koalitionsverhandlungen, eine sehr sportliche Zeitvorgabe. Das wusste das Verfassungsgericht natürlich nicht, dass es so werden würde. Aber in der Tat, die Fragen der Wehrpflicht. Also aus dem europarechtlichen Perspektive wissen wir ja schon länger, dass jedenfalls das Verbot des Dienstes mit der Waffe für Frauen europarechtswidrig ist. Ja? Also wir müssen einfach Fragen der geschlechtlichen Zuordnung im Recht insgesamt noch einmal neu durchdenken. Sportveranstaltungen werden im Übrigen ganz wenig durch staatliche Vorgaben und vielmehr durch rechtliche Vorgaben privater Verbände gesetzt. Das dürfte eine besondere Schwierigkeit in diesem Bereich sein. Und wenn Sie den Strafvollzug ansprechen, so gibt es hier Entscheidungen bereits zu Transpersonen im Strafvollzug. Das ist eben wichtig, die Personen in ihrer Identität auch da wahrzunehmen und dem Schutzauftrag des Staates Folge zu leisten. Und ich begrüße das sehr, dass Sie sich dieser Themen annehmen wollen.